Entering Long Range Teleport. 380 Gegner, okay. 10 Secrets. Ist auch schon die vorletzte Map, also nehme ich mal schwer an. Wird man jetzt wahrscheinlich noch ordentlich was auspacken. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Einen üppigen Startbereich haben wir schon mal. Aber insgesamt ist der noch etwas oder eher ereignislos, aber wahrscheinlich nicht für immer. Da oben sehe ich auf jeden Fall schon mal einen Luftschachteingang. Und da unten kann man theoretisch... Na gut, man kann halt... Nee, doch, man kann sich dort bewegen, oder? Ah, ja, guck mal. Und Secret Nummer 1 ist meins. Immer schön die Meat Shields vorlassen oder vor sich platzieren. Ich will mich erst hier umschauen. Ah, guck mal hier, das ist der Bereich, den man schon überblicken konnte. Sehr schön. Sollen die sich um die Chain Gunner für mich kümmern? Na also. Naja. Oh. No. Das wollte ich so nicht. Gemein. Ich bin runtergefallen. Na gut. Hat ein bisschen wehgetan. Hier haben wir einen Teleporter, der... Oha. Fährt er auch wieder nach oben? Nee. Okay, zack, zack. Gemein, die lassen mich nicht hoch. Frech! Wie sie es aber wirklich, wirklich die ganze Zeit verhindern wollten. Und dann jetzt so unter Schmerzen habe ich es hier hochgeschafft. Gemein auch. So. Viel Muni rausgeballert, aber hier liegt glücklicherweise auch immer mehr als genug. Deswegen sollte das absolut kein Problem sein. Naja, wir sind schon fast wieder voll. Wir sind doch schon fast wieder voll. Warum ist hier so eine Kerze platziert? Das ist verdächtig. Das ist verdächtig, wenn man mich fragt. Sind das alles Bodenschalter? Ist ja niedlich. Okay, hier haben wir auch noch Zeug. Aha. Aha! Secret im Secret. Nur schon 3 von 10. Okay. Schön in die Deckung hier unten verschwinden. Perfekt. Aha. Ach lol, der ist nicht lange aktiviert, okay. Okay. Okay.
Komisch, komisch, aber naja. Okay. Wofür ist das jetzt da gewesen? Ich meine, hier waren wir schon, oder? Das ist nur der... Ach, das ist hier der Anfang, I see. Yay. Ach, lol. Da haben wir dann hier auch noch was zu erledigen, oder wie? Wo kommt man hier raus? Okay, die werde ich noch nicht aufnehmen, die Rüstung. Lohnt sich noch nicht. Oh. Warte, war der Imp gerade aggro auf den anderen Imp, weil der ihn gedamaged hat durch die Explosion des Fasses? Das könnte sogar sein. So, komm. Interessant. Eine rote Karte. Und eine Menge Gegner. Ja, denke mal, das war mal angemessen. Es war durchaus mal angemessen. So. Okay. Eine rote Karte kriegen wir. Hatten wir im letzten Level nicht eigentlich sogar theoretisch eine blaue gebraucht, aber die dann nicht gebraucht? Oh, oh. Autsch. Au. Okay, alles gut. Ich schnappe uns das jetzt einfach mit. Lohnt sich theoretisch, glaube ich, immer noch nicht wirklich, aber hey. Was soll's? Ich komme hier wahrscheinlich eh nie wieder zurück. Außer vielleicht für ein Secret, falls hier eins sein sollte, was ich ja eh nicht weiß. Na, rein theoretisch. Rein theoretisch, so die Gegebenheiten für ein gutes Secret wären da, mit den Pfosten, auf die man theoretisch wunderbar draufspringen kann. Wo theoretisch, rein theoretisch auch locker ein Item platziert werden könnte. Und das ohne große Probleme, aber ich glaube, hier ist nichts, nee. Machen wir das hier mal so. So, okay, das hier war eh der Anfang. Hier hat sich jetzt auch alles geöffnet. Das ist sehr cool. I like. So. Jetzt müssen wir uns nochmal zu dem anderen Ort da begeben. Nochmal den Teleport hier. Wunderbar. Was gibt's hier Feines? Nichts. And will not open. Aha. Und da brauchen wir einen Yellow Key. Okay.
Dankeschön. Oh ja, das wäre die Stelle, wofür wir den Anzug eher hätten gebrauchen können. Ich habe mich möglicherweise ablenken lassen. Jetzt muss ich hier das Ganze ein bisschen anders regeln. Das könnte durchaus auch ein bisschen schmerzhaft werden, aber mal schauen. Jetzt gucken wir erstmal, vielleicht kriegen wir, ja doch, die Chain Gunner haben wir, sag ich mal, passiv ausgeschaltet. Das. Perfekt. Naja, absolut kein Problem. Die nehme ich von hier aufs Korn. Das hier ist auch kein Problem von hier aus. Guter Winkel. Und hier auch. Absolut easy. Absolut easy. So, hier haben wir jetzt natürlich noch ein paar Störenfriedis. Die Chain-Gunner haben sich glücklicherweise wieder konsequent selbst gehasst. Au, au. Fucking Chain-Gunner, ey. Fucking Chain-Gunner. Sie können es nicht lassen. Dankeschön. Kommen wir hier hoch? Nö. Okay, wie kommen wir generell hier noch zu den anderen hoch? Mhm. Die Hydraulic Pressure ist wieder mal too low. Denke mal, das wird dann wahrscheinlich da oben irgendwann geregelt werden, wenn wir irgendwann da sind. Das sieht doch eigentlich schon mal ganz nett aus. Zumindest kommen wir hoch. Oh, verdammt. Eieieiei. Sehr schön. Ich glaube, Shotgunner keine mehr. Nee, perfekt. Keine Shotgunner mehr. Oh Gott, ich glaube, hinter mir ist auch was. Autschi. Aber alles gut, wir leben. Wir leben. Es ist noch alles in bester Ordnung fürs Erste. Ich bin auch schon gut aufgeräumt, muss man sagen. Gegner sind hier definitiv zahlreich platziert. Sehr schön.
Na gut, dann kommen wir jetzt hier hoch. Oha, das steigt ja ganz schön weit. Aber mehr jetzt nicht, oder? Okay, perfekt. Hydraulic Control. Und wie aktiviere ich das jetzt hier? Ah. Oh. Das ist jetzt natürlich wahrscheinlich nicht so gut. Was haltet ihr davon? Ja, bleibt mir hier so stehen, danke. Zack. Okay, hier haben wir Wege, um zurückzukommen. Ja, okay. Man kommt immer an der gleichen Stelle raus. Perfekt. Ui. Was hast du denn hier drin zu suchen? Du hast dich doch verlaufen. Ah. Das Secrets finde ich hier gerade gar nicht mehr so viele. Ich glaube, da habe ich echt schon viele verpasst, wahrscheinlich. Dafür, dass ich jetzt doch schon eher viele Gegner gekillt habe. Aber gut, muss ja nichts heißen. Ja, man muss nur meckern. Man muss wirklich nur meckern. Irgendwann hat er dann realisiert, dass ich neben ihm stehe. So. Au. Au. Das hat wehgetan. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat ein paar Organe erwischt oder so. Zumindest hat sich so angefühlt. Und dabei fühle ich hinter dem PC ja nicht mal den Schmerz. Aber so rot wie der Bildschirm geworden ist, ja, das war ein böser Hit. Der tat weh. So. Ich würde sagen, wir machen das hier mal so. Au, Mist! Schon wieder! Immer auf die gleiche Stelle. Anscheinend zumindest. Jetzt haben wir hier langsam ein kleines Problemchen. Wenn wir uns nicht schleunigst bisschen HP besorgen. Okay. Fuck. Dass die aber auch immer
zwei Schüsse überleben, ne? Es ist doch so mühselig. Ständig überleben sie die zwei Schüsse. So, komm. Au. Chain Gunner an frecher Position. Mist. Ja, der Karko ist tatsächlich echt nervig platziert. Oder, na gut, er ist halt ein Karko. Er ist nicht mal nervig platziert. Er ist einfach nur nervig, weil er ist ein Karko und fliegt mir die ganze Zeit den Weg. Wenn ich gerade andere und du auch. Da will man irgendwie Target Priorization machen und dann kommt da so ein Karko und ruiniert's wieder. Ja, und mit der Shotgun von hier aus geht's gar nicht so gut. Leider, leider. Funktioniert das nur so mäßig. Wir müssten irgendwie hochkommen. Vielleicht ja hier rüber. Eine Rüstung immerhin schon mal. Wenn wir jetzt zu ein bisschen HP kommen, geht's uns eigentlich wieder gut. Ah, da brauchen wir ja auch den Yellow Key. Das ist schon mal sehr schön. Und hier kommen wir nicht durch. Heißt, wir müssen irgendwie hoch. Die Frage ist, wie macht man das? Wir könnten hier auch mal hochspringen. Na? Ajo. Okay. Dankeschön. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Aber hier ist eigentlich nichts mehr, oder? Hier war ich auch schon. So ist das gut. Na, bin ich erwischt. Perfekt. Jetzt. Wow. Das hat reingehauen. Na gut, dann gucken wir mal, dass wir das hier schön nach und nach sauber und anständig erledigen. Na. Perfekt. So, zack, das brauchen wir alles. Die HP auf jeden Fall wieder. Danke, danke. Dann möchte ich auch das hier haben, bitte. Dankeschön. Okay, wir haben die Karte. Bedeutet, das hier ist jetzt zugänglich. Wunderschön. Und deinen Teleporter haben wir jetzt hier. Wo wirst du mich hinbringen? Aha.
Na, gibt aber auch Sinn. Da mussten wir ja hin mit der gelben. Ganz kurz, eine Sache will ich ganz kurz schauen. Das hier hat er mich nur hierhin zurückgebracht. Ja, okay. Perfekt. Das hier funktioniert nicht in die andere Richtung. Ach, war das doch in dem Level hier mit der blauen Karte? Dann habe ich das irgendwie schon vergessen. Nee, Quatsch. Ach nee, das war schon im letzten Level, nicht schlecht. Man hat mich quasi schon fürs nächste Level angeteased. Cool. Lol, das sieht witzig aus. Mhm. Ach du Scheiße, hier geht's ab. Aber gut. Hier sind wir sehr sicher. Perfekt. Oh, au, au, au. Keine Ahnung von wo. Da oben. Gemeiner. Sehr schön. Nice, der Chaingunner ist tot. Fuck. Diese Steigung hat mein Movement komplett kaputt gemacht. Wie frech. So, vorsichtig sein. Ich habe auf jeden Fall einen Chain Gunner noch gesehen da hinten. Okay. Unable to open the teleport chamber airlock. Okay. There's a vacuum inside the chamber. Warte, da war doch noch ein Chain Gunner, oder? Oder habe ich mich verguckt? Hä? Oder ist der mit dem Fass vielleicht draufgegangen? Oder dank dem Fass eher? Ah. The user is an authority. Respektiert meine Autorität. Machen sie eh nicht. Gemein. So, können wir hier vielleicht sogar rüber? Nope. So funktioniert das schon mal nicht. Aber warte, da ist ja der Weg. Okay. Ja. Das hier dürfen wir nach wie vor nicht, aber wir haben es ja auf unsere Weise geregelt. Auf unsere Weise haben wir es geregelt bekommen. Da unten liegt auch noch HP. Viele Gegner sind es nicht mehr. Noch viele Secrets aber. Noch einige Secrets, die wir haben. Ist das das Exit? Nee. Noch nicht ganz. So, das hier ist doch dann das Exit, oder? Sehr wahrscheinlich, okay. Ja, dann würde ich mal noch die Secrets, eventuell die letzten Kills suchen. Ja. Okidoki, die Secrets. Wird jetzt natürlich ein bisschen etwas Größeres noch bei 6 Stück. Aber wir fangen erstmal an mit einem kleinen Cheat, weil... Die Treppe hier, man steht nie richtig auf dieser Treppe, deswegen... kriegt man dieses Secret auf normalem Wege nicht. So. Dann fangen wir mal an. Wir gehen zuerst hier hin. Zack. Zack. Befindet sich hier auf der Map. Man kommt hier, ne, auch öfters mal raus. Original kommt man hier das erste Mal rein, genau. Kann man sich hier schon mal eine blaue Rüstung gönnen. Dann kann man hier
direkt weitermachen. Und zwar hier. Kriegt man Raketen, einen Raketenwerfer, wenn man ihn noch nicht haben sollte. So. Dann geht's weiter. Gehen erstmal wieder hier entlang. Müssen jetzt natürlich das hier wieder aktivieren. So. Um wieder hier hoch zurückzukommen. Ist ja natürlich klar. Gehen hier lang. Hier lang, genau. Hier kann man übrigens ganz normal gehen. Warum auch immer. Das Gift macht hier gar keinen Schaden. Aber will ich mich jetzt auch nicht beschweren. So. Dann gehen wir nochmal hier hin. Und zwar habe ich hier eine komplette Area irgendwie gar nicht angeguckt. Also die habe ich irgendwie übersehen. Kriegt man auf jeden Fall auch einen Raketenwerfer, Raketen, eine grüne Rüstung. Falls man braucht. Und hier auch noch eine Soul Sphere. Dann gehen wir noch einmal hier entlang. Rufen uns kurz den Aufzug wieder. Müssen nochmal hier runter. So. Hier sind übrigens die letzten Kills. Was natürlich sehr praktisch ist. Dann haben wir die nämlich auch. So, und zwar... bin ich das ein bisschen umständlicher gelaufen, als ich hätte müssen. Naja, ist wie es ist. So, genau hier. Dort, wo man ja den Teleporter mit der gelben Karte aktiviert hat. Hier an dem Pfosten. Zack. Genau. Kommt man hier hin. Hier auf den Lichtern balancieren. Und zack, kriegt man eine weitere Soul Sphere. Und eine Computer Area Map. Kommt hier dann wieder raus. Machen wir es uns einfach und gehen in den anderen Teleporter. Dann kommen wir nämlich wieder hier raus und können jetzt noch das letzte Secret hier in diesem großen Raum holen, und zwar hier oben. Zack, sehr schön. Genau. Und damit hätten wir sie dann alle. Jo, absolut coole Map schon wieder. Also tatsächlich, ich bin sehr überzeugt von dieser Wat. Macht sehr viel Spaß, die Levels sind sehr cool designt, sie sehen cool aus. Wirklich klasse, wirklich klasse. Bin jetzt sehr gespannt, was im letzten Level auf mich wartet. Aber ja, würde ich mal sagen, sieht man sich dann bei der nächsten Map wieder. Bis dann, ciao.